Übergang von Schule in die Arbeits- und Berufswelt stellt hohe Anforderungen an Jugendliche und junge Menschen. Gilt es doch, sich neu zu orientieren und den späteren Berufsweg perspektivisch zu planen. Deshalb haben sich hier das Jobcenter Wittlich, die Agentur für Arbeit in Trier und das Jugendamt des Landkreises Bernkastel-Wittlich zu einer Einheit zusammengeschlossen, um an einem zentralen Ort als Ansprechpartner für die Jugendlichen und den an ihrer Betreuung betroffenen Personen oder weiteren Institutionen zur Verfügung zu stehen. Der Jugendberufsagentur. Die Jugendberufsagentur Bernkastel-Wittlich steht für die Bündelung von Kräften und Kompetenzen der Kooperationspartner. Je mehr Partner sich zusammenschließen, desto wirkungsvoller kann unsere Arbeit werden. Die individuelle Gestaltung des Übergangs von der Schule in den Beruf hilft, dass uns Jugendliche nicht verloren gehen. Bei auftretenden Problemen schafft die vertrauensvolle Zusammenarbeit der Partner schnelle und vor allen Dingen bedarfsgerechte Lösungen. So eröffnet Jugendberufsagentur individuelle Perspektiven für unsere Jugendlichen im Landkreis Bernkastel-Wittlich. Davon profitieren nicht nur die jungen Menschen, sondern auch unsere Unternehmen und nicht zuletzt die Gesellschaft. Mein Fazit lautet, Jugendberufsagentur lohnt sich. In einem Erstgespräch wird mit dem Beratungssuchenden, gegebenenfalls auch in Begleitung von Eltern oder Betreuern, eine Standortanalyse erstellt, bevor weitere Strategien entwickelt werden können. Dies sehen wir hier anhand eines Gesprächs mit einer Arbeitsvermittlerin des Jobcenters. Der Übergang von der Schule in den Beruf ist für die meisten jungen Menschen ein ganz entscheidender Schritt ins Leben. Und deswegen müssen wir alle gemeinsam dafür Sorge tragen, dass dieser Schritt möglichst effektiv und erfolgreich gelingt. Und um dies zu erreichen, müssen alle Beteiligten sehr eng zusammenarbeiten. Jeder hat zwar seine eigenen Zuständigkeiten, aber ich denke, wir müssen uns bei dieser Aufgabe zwischen dem Jugendamt, der Kreisverwaltung, der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter sehr eng abstimmen, gemeinsam unterwegs sein, um die Jugendlichen erreichen zu können und ihnen einen möglichst zielgerichteten Weg für die Zukunft vorzugeben, sie dabei zu begleiten und dabei zu unterstützen. Für hilfesuchende junge Menschen gibt es auch die Möglichkeit, Förderhilfen des Jugendamtes, wie in diesem Fall, zu erfragen. Im Bedarfsfall kann auch ein weiterer Kooperationspartner hinzugezogen werden, wie hier in dem Fall des Jugendmigrationsdienstes der Caritas, welcher derzeit einmal wöchentlich in der Jugendberufsagentur seine Hilfen darstellt und anbietet. Es ist ja immer noch so, dass wir zu viele Menschen haben unter den Arbeitslosen, die über keine Qualifizierung verfügen. Deshalb ist es wichtig, dass Jugendliche in der Beratung durch die Jugendberufsagentur Bernkastel-Wittlich an eine Ausbildung herangeführt werden oder eine Teilqualifizierung absolvieren. Denn eine gute berufliche Ausbildung ist nach wie vor die beste Versicherung gegen Arbeitslosigkeit. Und die Jugendberufsagentur Bernkastel-Wittlich verfügt von der Organisation, von der Zusammensetzung und von den finanziellen Mitteln darüber, dass wir in der Jugendberufsagentur Bernkastel-Wittlich jedem Jugendlichen ein Angebot zimmern können, um gewappnet zu sein gegen Arbeitslosigkeit. Oft ergeben sich aus einfachen Beratungsgesprächen zur beruflichen Orientierung noch weitere Bedarfe,
welche Hilfe anderer Institutionen notwendig machen, wie hier am Beispiel der Berufsberatung der Agentur für Arbeit. Das Herzstück der Jugendberufsagentur ist, dass im Bedarfsfall alle an der beruflichen Perspektivenentwicklung beteiligten Kooperationspartner an einem Tisch zusammensitzen und die letztendliche Strategie bündeln. Das alles ist möglich in der Jugendberufsagentur in Wittlich.